Was ich mich gefragt habe, ist, stimmt das Problem, was diese Regierung aufmacht, dass wir irgendwie ein bisschen zu wenig Geld haben und uns diese 1% an jedem Gebäude nicht leisten können? Wenn ich mir angucke, dass wir den Spitzensteuersatz gesenkt haben, wenn ich mir angucke, dass wir die Vermögenssteuer abgeschafft haben, wenn ich mir angucke, dass wir einen Eurofighter zum Stückpreis von 150 Millionen kaufen, der gegen kein russisches Flugzeug gewinnen kann, frage ich mich, ich glaube, wir haben nicht wirklich ein Problem, dass wir zu wenig Geld haben. Was wir aber für ein Problem haben, und das sehe ich ganz stark, wenn ich aus dem Fenster gucke, dann ist das ein Ästhetikproblem. Ich glaube, dass Mainz einfach nicht schön ist. Es gibt hier sehr viele Häuser, die einfach überhaupt keinen ästhetischen Anspruch haben, die einfach nur hässliche Hochhäuser sind. Und da muss ich sagen, das ist etwas, was mir auffällt. Diese 1% Geld, die wir irgendwo anders herbekommen können, die wir durch vernünftige Steuern bekommen können, durch effizienteres Bauen vielleicht bekommen können, die kriege ich nicht mit. Was ich aber mitkriege, sind diese Häuser, die hier stehen. Und jetzt könnte man sich fragen, was wollte nochmal diese Regierung? Diese Regierung hat gesagt, ja, was du mitkriegst, sind die Obdachlosen auf der Straße. Wir haben einmal Kunst, die irgendwie kritisch ist und die finden wir eigentlich auch gut. Aber manche Kunst ist ja eben nur ästhetisch. Und ich glaube, auch diese ästhetische Kunst hat einen Wert für mich. Und da kann ich ganz einfach mich selbst betrachten. Wenn ich zum Beispiel Sachen, die ich gerne mache, tanzen. Warum finde ich Tanzen schön? Naja, beim Tanzen kann man irgendwie so ein bisschen abschalten. Vielleicht hat Tanzen manchmal auch so ein bisschen was Erotisches. Aber Tanzen hat vor allem eine Sache. Tanzen ist ästhetisch. Tanzen ist schön. Und ich glaube, der Mensch ist in der Lage, Schönheit zu erkennen. Und wenn er etwas Schönes sieht, dann macht ihn das glücklich. Und es reicht alleine aus, etwas zu sehen, was schön ist, zu spüren, wie schön Sachen sein können. Und das macht mich glücklich. Und wenn wir glauben, dass der Staat nur ein bisschen, nur zu 1% auch die Aufgabe hat, sich um seine Bürger zu kümmern und für das Glück seiner Bürger zu sorgen, dann glauben wir, dann kann oder glaube ich, dann kann es keine Verschwendung sein, auch ein bisschen Geld für Ästhetik auszugeben. Und das machen wir ja im Baurecht eigentlich allgemein schon. Wir haben ganz viele Vorgaben, die Bauherren vorschreiben, wie sie ihre Häuser bauen dürfen, weil wir normalerweise glauben, ein Stadtbild sollte man nicht verschandeln. In Mainz scheint man das nicht ganz verstanden zu haben, aber theoretisch hat der Staat die Möglichkeiten, genau diese Gesetze genau aus diesem Grund zu machen. Was hat uns diese Regierung noch gesagt? Sie meinte, naja, was ist denn typisch deutsch? Typisch deutsch sei irgendwie effizient zu bauen, sei geradlinig zu bauen. Aber wenn ich mir den BER angucke, wenn ich mir die Elbphilharmonie angucke, habe ich nicht das Gefühl, dass genau das typisch deutsch ist. Wo ich aber das Gefühl habe, was typisch deutsch ist, wenn ich mir diese Regierung angucke, dann ist das an allem rumzumeckern, an allem rumzumäkeln, weil es einem irgendwie nicht so gefällt, wie es vielleicht sein könnte. Aber ich gehe an dieser Stelle eher mit Jan Delay, der gesagt hat, im Großen und im Ganzen haben wir allen Grund zum Tanzen. Und ich glaube, das ist auch, was unsere Gesellschaft eigentlich ausmacht. Und deswegen lass uns vielleicht sogar mehr als 1% für schöne Gebäude ausgeben.